Es sollte eine Lücke schließen in Bonn. Im Musikbereich gab es tatsächlich also, ja, eine doch deutlich spürbare Lücke für Konzerte, die mit Jazzmusik zu tun haben und ja, auf einem sehr hohen Niveau stattfinden sollten. Es gab ein Konzert, das war im zweiten Jahr des Bestehens in 2011 mit Simone Zanchini aus Italien, Akkordeon-Virtuose. Und das war sehr ungewöhnlich. Das war auch in der Bundeskunsthalle und da hat Simone Akkordeon-Solo gespielt und fing an und die Leute redeten. Also er setzte sich einfach auf die Bühne, der Saal war brechend voll. Und er sagte kein Wort, fing einfach an, Akkordeon-Solo zu spielen, mit so Geräuschen und so klein. Und der Saal wurde kontinuierlich leiser, bis die Leute gemerkt haben, dass das Konzert losgegangen war. Das war ganz berührend. Am Ende des Konzerts hat gefühlt die Hälfte der Besucher geheult vor Rührung. Also solche Momente gab es mehrere, aber das sticht eigentlich alles, weil das war so unerwartet. Das war eine Überraschung. Wir haben das überhaupt nicht abgesprochen. Der ist einfach auf die Bühne gekommen, sollte eigentlich was einstellen an seinen Effektgeräten, die er auch mit hatte und an seinem Akkordeon. Fing aber einfach an zu spielen mit Geräuschen. Und das war wirklich, das war ganz, ganz besonders. Und hat alle überrascht und hat alle mitgenommen. Ich mache es eigentlich für alle. Also die Idee war tatsächlich so, deswegen ist das Programm ja auch so gestaltet, so viele Menschen wie möglich anzusprechen und auch Menschen zu erreichen, die vielleicht sich mit diesem Thema noch gar nicht befasst haben oder wenn dann nur peripher wahrgenommen haben und vielleicht auch unter dem Begriff Jazz nicht das verstehen, was wir verstehen, nämlich ja, Unterhaltungsmusik oder halt eben Kunst, reine Kunstmusik, die ja auch sehr schwer vermittelbar ist, aber die natürlich auch einen wichtigen Stellenwert hat. Und ich wollte eigentlich den Bereich dazwischen abbilden, der auch sich mit der klassischen Musik sehr stark oder sehr gut verbinden lässt. Also es ist eigentlich für alle gemacht. Dass die Menschen in die Konzerte gehen, die Karte eigentlich für den Superstar kaufen und dann nach Hause gehen und sagen, mein Gott, den Superstar kenne ich, der ist so toll gewesen, wie ich es erwartet habe, aber die Überraschung des Tages und die Bereicherung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, sind eigentlich die Musiker, die ich nicht kannte. Der Markt für Jazzmusik ist extrem eng und schwer. Es ist wahnsinnig schwer, von dieser Musik zu leben für die Künstlerinnen und Künstler in dem Bereich. Und die, der Beitrag, den wir dazu leisten können, ist wichtig. Also ist immens wichtig und der Verantwortung bin ich mir sehr bewusst. Und es war immer wieder, also es macht mir eine Wahnsinnsfreude, Künstlerinnen und Künstler zu entdecken, die vielleicht noch keiner kennt, aber von denen ich glaube, dass sie sehr, sehr viel Potenzial haben und berührende, tolle Musik, authentische Musik machen. Also die Programmierung macht Spaß, weil ich sehr viel hören muss und sehr viel entdecken muss und auch mir große oder viel Zeit nehme und große Mühe mache mit Forschen, also oder Künstler suchen, die in dieses Profil reinpassen könnten und die auch, ich sag jetzt mal, so speziell sind, dass es interessant ist, sie wahrzunehmen und zu entdecken. Und das macht sehr viel Freude und natürlich aber auch tatsächlich das Feedback, was wir zurückkriegen. Also ich sag jetzt mal, die Arbeit ist nicht wenig und es ist nicht unanstrengend und ich mache das sehr gerne, aber wenn der Response, also wenn die Reaktionen anders wären, würde ich das nicht tun. Also das ist, und sowohl die Musikerinnen und Musiker sind wahnsinnig happy, zu uns zu kommen. Also es macht wirklich große Freude zu sehen, dass sie sich darüber freuen und dass es ihnen eine ganz besondere Hilfe ist, wenn sie bei uns auftreten. Zum einen das und zum anderen natürlich auch das Bonner Publikum. Also wir werden ab und an, also meistens am Festival direkt, mit sehr vielen netten Dankes-E-Mails überschüttet.
kann man fast sagen. Und beim Festival selber, wenn ich unterwegs bin, merke ich ja auch, wie happy die Leute sind mit dem Programm. In diesem Jahr bin ich sehr froh, dass wir ein paar Künstler auch haben, die auch in die elektronische Musik reingehen. Also auch Mia Knopf-Jakobs mit dem Programm ist zum Beispiel sehr, sehr interessant. Sarah Carlo auch und andere, die wir da haben. Und auf der anderen Seite auch jemand wie Thomas Quasthoff wiederkommt, ja, ein Superstar international. Oder Ute Lemper. Ute Lemper hat man in dem Zusammenhang ja noch nie wahrgenommen, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest nicht so typisch Jazz. Also mit dem Musical-Programm hat sie schon viel gemacht und hat tatsächlich immer wieder in das Genre reingearbeitet. Aber ich sage jetzt mal so richtig auf dem Jazz-Festival mit ihrer neuen Platte, das finde ich schon, da bin ich schon sehr, sehr happy drum. Und ich finde, das fühlt sich dann schon wie Feiern an.